Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 oder 2077, wie man es nennen möchte. Ja, wir haben im letzten Part unseren guten Hauptcharakter V erstellt als Nomade und den ganzen Attributen und als sehr cool aussehender Typ. Und ja, wir sind jetzt soweit fertig, das heißt, wir können in die Geschichte starten und unsere Geschichte in Night City beginnen. Ich drücke auf Bestätigen und wünsche euch wahrscheinlich viel Spaß beim Intro. Nach dem Ladescreen natürlich. Da sind wir. Der gute V. Sieht gut aus. Sieht gut aus, mein Freund. Okay, Benutzer unbekannt. Okay. Sehr pretty hier alles. Okay, wir sollen ihn auf näher entfernen. Ich habe keine Ahnung welchen, aber mach du das mal. Ja. Auf näher entfernen. Ah ja. Backers. Electric coupling module. You said it was nothing serious when I came in. You said you were sure. Willkommen zu Cyberpunk 2077. Dein erster Besuch in Night City Tomb. Verfolge die Tutorials aufmerksam, um mehr über die Grundlagen des Spiels zu lernen. Wenn du bereits ein erfahrener Edgerunner bist, kannst du die Insider-Tipps auch deaktivieren. Du kannst über die Datenbank jederzeit auf die Tutorials oder die wichtigsten Themen in Cyberpunk 2077 zugreifen. Alles klar. Sprich mit dem Mechaniker. Mission gestartet, der Nomade. Alles klar, bewegen. Okay, ganz normal bewegen, ganz normal umgucken. So wie man es kennt. Okay, sehr schön. Würde ich sagen, speichern wir erstmal direkt mal. Und so, hier, so, ja. Okay. Gut. Dann, bevor wir zu dir gehen, mein Freund, gucken wir uns erstmal um. Ja, normal sprechen mit dem Mechaniker. Mach ich gleich. Können wir hier sonst irgendwas noch machen, außer mit ihm reden? Was war das? Wasser. Wasser, Verbrauchsgut, 450 Sekunden Dauer, verleiht den Zustand Hydration deine maximale Ausdauer um 10% und deine Ausdauerregeneration um 50% pro Sekunde erhöht. Also nötig. Nehmen wir mal mit. Okay. Irgendwas hier, das Radio. Oh, irgendwas umgeworfen. Ups. Hier. Desinfektionsmittel. Junk. Okay. Nehmen wir das mit. Karten. Junk. Okay. Wir räumen einfach die ganze Werkstatt mal einfach aus. So, hier noch. Der Vereinigungskrieg für Idioten. Okay. Der Vereinigungskrieg für Idioten. Der Vereinigungskrieg ist der jüngste Konflikt in Nordamerika seit dem Kollaps. Er dauerte von Januar 2069 bis Juni 2070. Obwohl der Vereinigungskrieg offiziell als Krieg zwischen den New United States of America, NUSA, und den Regierungen der Free States bezeichnet wird, ordnen ihn die meisten Experten als Konzernkrieg ein. Es ist wohl bekannt, dass die NUSA oder NUSA, wahrscheinlich eher, von Militech, Hardware, Personal und andere Ressourcen unterstützt wurden. Während die Free States eine beachtliche, wenn auch stillschweigende Unterstützung von den
Arasaka Corporation erhielten. Der Vereinigungskrieg ist auch als Metallkrieg oder als die Metallkriege bekannt, da in dessen Verlauf eine Vielzahl gepanzerter Kavallerieeinheiten Panzers zum Einsatz kamen. Die blutigste Schlacht des Vereinigungskriegs war die Schlacht von Ridgecrest. Innerhalb eines Tages verloren 3078 Menschen ihr Leben. Nord- und Südkalifornien bekämpften sich gegenseitig, die einen auf Seiten der Free States, die anderen verbündet mit den NUSA, während Night City neutral blieb. Der Vereinigungskrieg endete mit der Unterzeichnung des Vereinigungsvertrags in Arvin, Südkalifornien. Beide Seiten beanspruchten den Sieg für sich. Die Free States pochten auf ihre vorbewährte Unabhängigkeit, während die NUSA damit prahlten, dass sie der Wiedervereinigung des gespaltenen amerikanischen Volkes näher denn je gerückt seien. Das Ende des Vereinigungskriegs bedeutete allerdings nicht das Ende der Konflikte. Die führende KI-Analyse-Software prognostiziert den Ausbruch eines weiteren bewaffneten Konflikts vor dem Jahr 2080 mit einer Wahrscheinlichkeit von 74%. Okay. Was haben wir hier? Achso. Schalten. Nachrichten. Sie haben gewonnen. Ah ja. herzlichen Glückwunsch. Beste Grüße, Nutzer. Ohne Namen angesprochen zu werden, ist auch immer sehr gut. Dank ihrer dauerhaften Nutzung von Kinoshi-Produkten haben sie automatisch an einer Verlosung teilgenommen und wurden für den ersten Preis ausgewählt. Kinoshi Thermosense 9873. Antworten Sie einfach innerhalb der nächsten 10 Minuten auf diese E-Mail, okay, um Ihren Preis zu erhalten. Aber beeilen Sie sich, sonst wird ein anderer Nutzer die Welt mit Thermovision sehen dürfen. Das Kinoshi-Team. Das glaube ich euch. Warnung, Sie wurden angegriffen. Achtung, Malware entdeckt. Ihr Computer wurde von 3 Dämons attackiert. Das System hat folgendes entdeckt: 2 Versuche, an ihre persönlichen Daten zu gelangen. Ein Versuch, ihren Neuralprozessor zu infizieren. Sofortige Gegenmaßnahmen erforderlich. Mit unserer schnellen Gefahren-Neutralisierungssoftware verhindern sie Identitätsdiebstahl und Implantatraub. Nicht vergessen, feindliche Netrunner können ihre Nervensystem infiltrieren und sie zu folgenden kriminellen Handlungen bewegen. Betrügerische Banküberweisungen, gewalttätige Übergriffe, Diebstahl und oder bewaffnete Raubüberfälle und Suizid. Klicken Sie auf Ihre eigenen Schuss auf Jetzt scannen, um hochentwickelte Anti-Dämon-Software wird daraufhin umgehend sämtliche Bedrohungen eliminieren. Wenn Sie den Scan nicht in den nächsten 5 Minuten und 17 Sekunden durchführen, könnte Ihr Betriebssystem irreversible Schäden erleiden. Schützen Sie sich jetzt. Mega-Medikamenten-Lotterie. Achtung, Mega-Medikamenten-Lotterie. Smiley. Kaufen Sie 2 Tickets und erhalten Sie das 3. gratis. Dazu, Herzchen, Herzchen, Herzchen. Tausende von Preisen noch verfügbar. Medikamente, Reanimatoren, Termine für Primärbehandlungen, OP-Gutscheine, Blue-Screenings, Impfstoffe gegen Cyberpsychose, Ripper-Dog-Empfehlungen und unser Hauptpreis, ein Trauma-Team-Premium-Paket für ein Jahr. Nur solange der Vorrat reicht. Ihre Nachbarn haben bereits entwickelt. Kaufen Sie jetzt Ihres. Herzchen, Herzchen, Herzchen. Das klingt sehr gut. Dateien, Lagerbestand. Gekauft oder durch alternative Methoden gewonnene Einzelteile, Zündkerze 4, Kurbellager 8, Ölwanne 1, Ölfilter 2, Benzinpumpe 1, Zündspule 1, Starter 1, Motorsteuergerät 1, Steuerkette 1. Das nett. Welche News? Ja, okay. Oh Gott, nein, das will ich nicht. Grafikfehler ganz kurz mal eben hier gewesen. Moment, nett. Wir den noch so hier Netcard. Netcard organisiert und verwaltet den öffentlichen Verkehr in Night City und Umgebung und okay, eine Transit. Nightcorp, der Konzern mit Hauptsitz in Night City übernahme öffentlich verteilt. Okay. Ich will jetzt auch nicht alles lesen, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu lange. Aber überfliegen möchte ich trotzdem alles so weit. Und Reiseführer, das ist auch gut. Nicht ver... Ach du Heilige, das ist so viel. Oh Gottes Willen, oh Gottes Willen. Kann man hier eigentlich irgendwie einen zurückgehen oder muss ich jedes Mal...
Wirklich, kann ich hier was machen? Ja, gut. Nightcore. Entstanden aus der Richard Knight Foundation. Okay. NCPD. So, NCPD. Official Website of Night City Police Department. Ankündigung. Weitere Cyberpsycho neutralisiert. Max Tech hat einen neuen Erfolg zu vermelden. Die Beamten haben einen Cyberpsycho zur Strecke gebracht, der zuvor versucht hatte, WNS-Studio einzubrechen. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter ein Bewerber war, der seit 7 Jahren erfolgreich versucht hat, eine Stelle bei dem Nachrichtensender zu ergattern. Der Kommandant der Einheit berichtet, dass der Cyberpsycho nur fünf Zivilisten töten konnte, bevor er gestoppt wurde. Na dann ist ja gut. so, Kampf gegen Piraterie. Ja. Betrunkenen Ario festgenommen. Selbstmordrate geht zurück. Ist auf 0,5% gesunken. Das ist immer noch nicht. Also, ich meine, ja. Regeln der Sicherheit mit Safe and Sound. Oh, schade. Ich habe gehofft, dass man das spielen kann. Existiert nicht ohne Grund. Und was ist kein Segen, wenn sie tot sind. Das gefällt mir auch für Minderjährige. Achso, so eine Kindershow, die einem die Regeln der Polizei beibringt. Okay. Naja, ne? Wer weiß. Samurai-Fanseite. Hear my call, I'm chipping in. Total War, I'm chipping in. Casing Fall, I'm chipping in. Kill them all. Willkommen auf meiner Samurai-Webseite. Wenn du Bescheid weißt, komm rein. Wenn nicht, weißt du nichts. Silverhand for life. Karin 12. Größte Band aller Zeiten. Entstanden im 21. Jahrhundert. Aha. Johnny Silverhand, Meister des Punk, Kämpfer gegen das Etablissement, Ex-Soldat und Erzfeind aller Konzerne, Gesang, Gitarre. der gute Keanu Reeves, ne? Carrie Eurydine, I don't know. Johnnys Kumpel, der fast genauso gut singen konnte, aber das gewisse Etwas fehlte. Okay. Nach der Bandauflösung hat er sich an den Mainstream verkauft, Gesang, Gitarre. Danny Mords Frau, die ihr Schlagzeug erbarmungslos prügelt wie ein untreuen Freund. Okay. Drums. Nancy, heute bekannt als Bess Isis. Tastenvirtuosin, angeblich warf sie ihren gewalttätigen Ehemann eins aus dem Fenster eines Mega-Gebäude-Apartments. Alles klar. Zu schade, dass sie sich an N54 News verkauft hat. Keyboard. Henry Tausend Sasa hat am ersten Direct-Link-Prototypen mitgearbeitet. Der Web von damals werde ich nicht mehr vergessen. Okay, aha. Ehrlicher Rockstar mit dem großen Silverhand. Und das wird ein Riesenknall. Okay. Bürgermeister von Night City. Auf Neuigkeiten. Ende der Obdachlosigkeit. Was? Die Seite kann nicht angezeigt werden. Wenden Sie sich bitte an Netwatch. Okay. Wait. Bürgermeister Ryan hat der Obdachlosigkeit den Krieg erklärt. Solange ich dieses Amt inhabe, wird es keinerlei Toleranz für Individuen geben, die es wagen, die natürliche Schönheit von Night City zu beschmutzen. Diese Subjekte ernähren sich nicht aus etikettierten Dosen und erhöhen so das Krankheitsrisiko. Ich werde es nicht zulassen, dass unsere Kinder in Gefahr geraten, nur weil... ... Bitte was? Bitte was? Ja, stimmt, das Mann, ey. Wir können Obdachlose bloß obdachlos sein, ey. Ganz kann ich mal bitte aufhören damit. Echt mal. Okay, gut. Wie sieht man diese Grafik wieder, wenn hier rausgeht? Was haben wir da noch? Verbrauchsgut. Tiancha Pomelo.
Verletzter Zustand, Hydration, der meiner maximalen Gesundheit, also Ausdauer um 10% erhöht. Okay, das nehmen wir auch mit. Okay, wir müssen jetzt hier hinknien. Oder hier noch mehr gesagt. Was haben wir hier noch? Maids of Satan. Be bad, do bad, feel fucking good. Okay. Aha, aha, okay. Da sehen wir nicht wirklich was. Hey, das ist der Songtext, den wir gerade eben vorgelesen haben auf der Seite. So, Dialogauswahl treffen mit Q, Mausrad hoch, Pfeiltasten, blätterst du durch die Dialogauswahl. Ja, ist ja gut. Motor begutachten zur Seite, ich repariere selber. Ich zeige dir, was abgemacht war. That's fine. Step aside. What? Got any idea what to do? You're wearing on my patience now. Yeah, I'm gonna bypass the coupling and rig a hot wire. Compressor will run on and on. It could seize up. Did anyone ask your opinion? Steig in den Wagen, okay. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, aber wir werden sehen. Ja, let's go, ne? Not shabby at all. Questions how long it'll last you. It'll get me to Night City. I figure something else out there. Right. You know, I don't have all day. Antenna on this heap don't seem like it packs a punch. Not liable to hear much. You don't say. Wer ist denn das da hinten? Hey Mike, didn't know you had a customer. Rolled in a few hours past. I thought he'd at least called in to Don't you sweat it, Mike. We're gonna hash it out. Don't you know you owe the sheriff a word when you pay his town a visit? To tell him what's brought you here. Maybe even over a cup of coffee. My mistake. I hadn't planned on stopping. A failed coupling forced my hand. Yeah. Always some failure hide mistakes. Name's Andrew Jones. Probably heard of me. Served in Spec Ops during the last war. Silver Shogun. Bin mal nett. Ring any bells? Ich sag einfach mal gar nichts. Don't like to get along, do ya? Was soll ich denn sagen? That a nomad vehicle? Might have expected that. I'll just fix it and go. I've no reason to linger. Nope. You sure shit don't. Nothing boils my blood like a fucking stray. Where'd your clan pitch camp? There is no clan. There is no camp. I'm here alone. Ain't buying it. Nomads always stick to their packs. My family's in pieces. That's why I'm headed for Night City. Makes you an outcast among outcasts. Sure as hell hope you'll be on your way before long. I sold broadcasting comms tower on my way in. My antenna's down, and I need to radio someone. What you need's to hightail it out of here without another word. Ain't got no mind to see you drifting around these parts. Got it?
Ja, komm. I've made it clear. I don't want any trouble. Then stop looking for it and hit the road quick. Oh mein Gott, ich muss nicht wirklich ernsthaft fahren. Nee, okay, mach das mal, glaube ich. Oder? Nein, ich muss wirklich fahren. Oh mein Gott, Hilfe. Oh Gott. Gehe zum Funkturm. Wo ist denn der? Da hinten. Oh Gott. Hilfe. Oh Gott. Hilfe. Ich will nicht schlecht crashen. Wie komme ich denn da hin? Oh. Oh Gott. Okay. Neues Gebiet wurde betreten, Yucca Funkturm. Irgendwie zu erwarten, oder? Gut. Das sieht doch schick aus. Bevor ich da hochgehe. Klingt auch sehr gut. Oder das sieht auch sehr gut aus hier. Das ist sehr schön gebaut. Die, die, die. Ja, das klingt doch freundlich. Okay. Sieht auch sehr gut aus. Hello? Come in. Come in. Ah, raised you finally. Willie McCoy. It's good to hear your voice. Fee. Wish I could say the same. Why can't you? Abandon the clan. I can't help you anymore. I never knew you to be so cautious. Try it loyal. Rules are rules. The system won't work without him. It can't. Nomads get the work in these parts because it's nomad turf. Wouldn't be a problem if you're still a backer. You should have stuck with them. Joined up with the Snake Nation like the rest. Snake Nation can kiss my ass. I need your help. One last time. One last time? Again? I have to find the client with my payload, but I don't know where he is. Hmm. Right place, right time. You were there? My car gave out. The electric coupling. It's a miracle I made it here. Maybe the client left a message. Could you check for me? Hmm. Sure. Last time, though. I mean it. Client's name? Jackie Wells. Huh. Actually left a message. He's waiting on a farm. Flicking you the geolocation data. Okay. Thanks, Willie. I owe you one. You do. Just don't get yourself killed. And don't call again. Goodbye, my friend. Kehre zum Wagen zurück. Alles klar. Aber ich würde sagen, bevor wir das machen, mache ich erstmal einen Cut für diesen Part von Cyberpunk 2077. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder und werden dann zu dieser Farm fahren. Höchstwahrscheinlich, hoffentlich. Außer wir werden da irgendjemanden vielleicht auf dem Weg treffen oder so. wer weiß ja nie. Und ja, bis dahin sage ich ciao.